Driften wie Ken Block. Im neuen Ford Focus RS scheint das spielerisch möglich und vor allem einfach zu sein. Schließlich hat der 350 PS starke Kracher dafür eine spezielle Driftfunktion. Per Knopfdruck und mit ausreichend aggressiver Fahrweise soll sich der kompakte Krawallbruder so beinahe spielerisch quer durch Kurven schrubben lassen. Zuallererst hat das auf der Straße eigentlich überhaupt nichts zu suchen, sowas. Wenn überhaupt, dann sagen wir, dann kann man das auf einem abgesperrten Platz ausprobieren, auf einer Rennstrecke. Und dann haben wir gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Und dazu kommt, fürs gesamte Auto, das ist eine ziemliche Quälerei. Der Focus RS verfügt über einen Allradantrieb, der sich elektronisch variieren lässt. Im Driftmodus lässt sich über zwei Kupplungen am Differential mehr Kraft auf die Hinterräder leiten. Gleichzeitig deaktiviert der Modus das Stabilitätsprogramm. Alle vier Räder drehen durch. Das Auto kann dann über die radierenden Reifen seitlich nach außen treiben. Theoretisch also geschmeidig driften. In allen möglichen Disziplinen versucht das Auto quer zu kriegen, auf Deutsch gesagt. Und wir haben festgestellt, einmal hat der Focus an sich unheimlich viel Grip über die Reifen. Und da den sozusagen zum Ausbrechen zu bringen, ist schon mal schwierig. Grundsätzlich gilt ja für Allradautos, der muss ja über alle vier Räder radieren, damit die Seitenführung abreißt und der so ein bisschen rutscht. Und dafür braucht er auch ziemlich Kraft. Da sind selbst 350 PS im zweiten, dritten Gang eigentlich schon am Limit. Wir haben es dann mal am ersten probiert und dann gemerkt, ja, dann gleitet er weg. Das lässt sich kontrollieren. Lange nicht so gut wie ein Auto mit reinem Hinterradantrieb, wo man wirklich diesen provozierten Heckschwenk sauber fahren kann, lange ziehen kann. Und es ist ein Reifenmord vom Feinsten. Also wir haben ein paar Runden, so einen 10-Meter-Radius abgesteckt und dann gleich gemerkt, 6-7 Runden und schon lösen sich echt die Brocken aus den Reifenflanken. Also wer das seinem eigenen Auto antut, Respekt. Für einen Drift-Profi auf einer entsprechenden Fahrbahn ist das sicherlich kein Problem. Auf unserem rauen Asphalt hakt die Sache allerdings mächtig.